Herzlich willkommen zu den GoGrip Basics Nummer 5. Ganz zu Beginn, wie immer, natürlich sind meine Inhalte hier nicht als Finanzberatung zu verstehen und ich denke, das wisst ihr auch. Wir haben heute nur ein Thema und zwar, was ist Bitcoin? Ich versuche da relativ zügig durchzugehen. Ich habe mir mal ein paar Notizen hier gemacht, das heißt, verzeiht es mir, wenn ich die ganze Zeit jetzt nicht in die Kamera schaue, sondern auch mal auf meine Notizen und wir starten auch direkt durch. Und zwar ganz zu Beginn, auch wie in meinen vorherigen Videos ja schon des Öfteren erwähnt, sind Bitcoin nicht physisch. Das heißt, das ist eine reine digitale Währung, die auch nur im Internet existiert und keine physische Form hat. Münzen, die ihr euch kaufen könnt mit dem Bitcoin-Logo drauf oder so, das ist alles nur Merchandise, wenn man es so nimmt. Denn die wirklichen Bitcoins liegen natürlich auf der Blockchain, so wie wir das auch beim letzten Mal schon besprochen haben. Diese digitale Währung arbeitet nach ganz klaren Regeln und das ist auch zeitgleich die wichtigste Eigenschaft. Denn man muss sich vorstellen, wenn dieses ganze System einmal in Gang gebracht worden ist, und das war mit dem Genesis-Block, mit diesen ganz bestimmten Regeln, dann funktioniert diese auch unabhängig von jeglichen Kontrollen. Das heißt, das Netzwerk läuft und läuft und läuft. Wie ich auch schon des Öfteren in einem vorangehenden Videos gesagt habe, wird Bitcoin nicht durch eine Regierung oder Institution ausgegeben oder kontrolliert. Das ist zugleich auch ein Vorteil. Da werden wir beim nächsten Video nochmal zu kommen. Da werde ich ganz klar nur die Vorteile und Nachteile, auch gibt es hin und wieder mal Nachteile bei Bitcoin, ja. Die Vorteile überwiegen aber das Ganze bei weitem, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Deswegen, aber da werden wir nochmal drauf eingehen, wird nicht durch eine Regierung oder Institution ausgegeben oder kontrolliert. Das ist auch ganz wichtig. Demzufolge gibt es auch keine Person oder Organisation oder eine Gruppe von Menschen, die Bitcoin kontrollieren kann. Ja, also wir müssen uns das immer vor Augen halten, was wir hier auch wirklich haben. Und ich denke, ein Vergleich zum Beispiel mit dem Internet oder mit den E-Mails ist hier angebracht. Denn es ist so viel mehr als einfach nur diese digitale Währung, die ich jetzt ganz zu Beginn genannt habe. Denn vielmehr ist Bitcoin ein System oder ein Protokoll, das von bestimmten Regeln definiert wird. Ja? Und jeder Teilnehmer an diesem System, als Miner oder als sonstiger Unterstützer dieses Systems, arbeitet auch mit diesen ganz klar vordefinierten Regeln. Und deswegen würde ich so weit gehen und sagen, dass Bitcoin auch der Name des Systems ist, ja. Und dieses System ist diese Ansammlung von Computern, die dann dieses Netzwerk auch am Laufen halten. Und darüber hinaus ist Bitcoin das Netzwerk. Das Netzwerk, das sich bildet, wenn diese Computer zusammenarbeiten, habe ich jetzt hier mal hingeschrieben. Das ist natürlich jetzt auch ganz leicht beschrieben, aber so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und Bitcoin ist auch die Protokollierung aller Aktivitäten im Netzwerk. Ja, das heißt, das, was ich auch beim letzten Mal schon aufgegriffen habe, mit der Transparenz und mit der, also dass dort eben jede Transaktion nachverfolgbar ist und auch immer die vorangehenden Transaktionen damit dem nächsten Block wieder aufgenommen werden, extrem wichtig. Und Bitcoin ist die Währung im Netzwerk. Wie ich das beim letzten Mal ja auch schon ganz kurz angeschnitten habe mit den Miner-Fees oder mit den Belohnungen, das muss man sich natürlich so vorstellen, dass Bitcoin auch die Währung ist, die für Zahlungen in diesem Netzwerk benutzt werden, aber auch an die Teilnehmer ausgeschüttet wird als Belohnung, die für die Sicherheit dieses Netzwerkes sorgen. Und das sind in dem Falle die Miner. Das war es auch schon. Bitcoin kurz und knapp erklärt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es am Sonntag heißt. Wir sind wieder am Kryptosonntag und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Restwoche und sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.